Hallo und willkommen zurück zu The Witcher. So, jetzt wollen wir mal den Baron doch mal... Ne, stinkst du, Penner. Den Baron seine Tochter holen, wa? Plätze! Nicht neben einem herkommen. Oh, spiel mit dir nicht. Los, drauf da auf den Gaul. Geht doch jetzt. Beweg dich. So. Aber eigentlich wollte ich mich doch nur umgucken. Ich glaube, da gibt es einen Waffenschmied. Über einen Rüstungsschmied. Ich glaube, er hier oben. Wie kann ich helfen? Oh, kleiner süßer Zwerg. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig. Faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Das ist eine gute Sache, ne? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Schade. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Aha. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Ja, klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Alles klar. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Aber kann ich jetzt trotzdem keine Rüstung von ihm kriegen? Oder was? Quatsch ich nochmal mit ihm. Wie kann ich helfen? So, jetzt kannst du mir eine Rüstung anfertigen. Ich brauche eine Rüstung. So, und ich möchte ganz gerne die hier unten machen, ne? Machen wir sie. Die hier, ne? Zutaten fehlen, was fehlt denn? Was, die Rüstung oder was? Ach, das Schema! Oder wie? Och Mann, das ist ärgerlich. Kann ich denn so ein Schwert, Stufe 12... Stufe 1. Machen wir mal so eins. Falsche Handwerker. Ah! Ja, denn. Was hast du im Angebot? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Was ist dann so? Ah, Schund. Schund. So, was haben wir denn hier? Verkaufen. Kannst du haben. Zu haben. Alles klar, so. Nee, Ründchen Quinn will ich nicht spielen. Leb wohl. Leb wohl, du Penis. Oh. Boah. Los jetzt, auf Plätze. Und wir machen uns jetzt hier aus dem Staub, so. Schneller. Im Galopp. Aron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin... Oh, müsst ihr alle so Fikalsprache benutzen? So.
Auf mit dem Tor, da komme ich. Jetzt weiß ich aber auch gar nicht, ob ich weiter morden darf. Die Banditen und so, wisst ihr? So, na gut, da will ich mich dann erstmal nach oben begeben. Nicht erkundeter Ort, da werde ich wahrscheinlich dann auch lang reiten. Ja. Heya! Das halte ich für eine gute Idee. Ich wünsche euch die Kotten. Ach, der Maulpenner. Ja. Ich möchte alle nieder, wer mir in den Quere kommt. So. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Naja, ihr seid auch Novigrader Huren. Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Selber schuld, Alter. Wer mich angreift, wird niedergemacht, ganz ehrlich. Da kenne ich nichts. Und da habe ich auch keine Angst vor den Pennern. Weil ich bin hier Geralt. Achso. Langsam. Was soll man da? Ork. Na gut, da werden wir jetzt. Ach, Ghule. Ja, ein paar schwule Ghule. Los, ab darüber. Nee, erleben. Soll die Tonne explodieren? Guck mal, zack! Geht doch. Ja, daneben. Erstmal ihn hier und zack! Ach, komm! Zack! Weiter, nicht stehen bleiben! Scheiße, 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 scheiße! Zack, zack! Und er da kommt. Oh, oha. Oh Mist, oh zack. Na los. Das war's wohl, wa? Aber so wie es aussieht, ist hier auch ein Ghoulennest. Monsterspeichel. Ein Ghoulennest. Ich muss es zerstören. Alles nehmen. So, das Ghoulennest. Zerstören? Kann ich es zerstören? Ja, ich habe was zum Zerstören. Sehr schön. Uff. Und weg mit dem Ghoulnest. Alles nehmen. Ruinen, Asche. Ich nehme hier alles auf. Kenne ich nichts. Die Tonnen hätte ich explodieren lassen können. Noch ein bisschen Asche. Ach, es ist hier so ein Leichenlager. Also, wo sie Leichen verbrennen. Feuerstelle. Oh, stimmt hier nicht. So. Dann los zu Plätze. Nicht schlagen! Ich hab den Kabel drauf! Los, hoch da! Kurz nochmal auf die Map geguckt. Weil den Ort haben wir jetzt hier erkundet. Und dann möchte ich auch ganz gerne den hier oben. Reiten wir doch da lang. So, pack das Schwert weg. Aber wenigstens haben die Baron-Penner es kapiert, wenn sie mir blöde kommen, dass ich sie töte. Schon wieder, dieser Türe, egal. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Oh, mit dir! Dir die ah, Mist! Na gut, hier muss ich ein bisschen in Bewegung bleiben, weil die haben Bogen und alles. Oh, ist kein Problem. Los, ihn jetzt hier erstmal. Und ab. Ab mit der Rübe. Er hat einen Maulpenner. Selber schuld. Wer möchte jetzt? Du? Ja, sehen wir jetzt gleich. Und zack. Alles Glück gehabt. Springen! Oh, Plätze, was stimmt denn nicht mit dir? Ah, nicht doch. Los, eine Vitalität. Und noch eine Vitalität. Gleich hinterher. So, wo sind denn die Penner jetzt? Und komm, ich hoffe, ich treffe seinen Kopf jetzt. Geht doch, ab mit dem Arm. Der andere steht ja in dem Haus noch, ne? Ja. Na los. Den holen wir uns auch. Aiu, Killer, Tofu. Und ab mit der Rübe. Los, weg ab. Kenne ich ja nichts. Ne?
Und ich sammle die auch alle schön ein. Ja. Freude strahlend. Handbeil ist besser als meins. Schauen wir mal. Inventar. Vergleichen. Das wäre hier, ne? Ja. Der Knüppel. Ach, du liebe Zeit. Das Beil. Ach, du liebe Zeit. Was ist halt unser Schwert jetzt? 49 bis 61. Das hat 61 bis 57. 51. Ja, dann behalten wir. Behalten wir erstmal das Schwert da dran. So, jetzt schauen wir uns nochmal um. Feuer aus. Alles nehmen. Immer her damit. Handbeil. Hier Schema Jägerhose. Das sieht sich doch gut an. Wieder so ein Handbeil. Ist das nicht gut, Handbeil? Zeige mal her. Nein, das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Schade. Aber nun gut. Kein Problem. Gehen wir jetzt mal rein hier. Was haben wir denn hier drin? Licht. Nehme ich alles mit. Finde ich ja gar nichts, ne? Ich weiß, wen sie hier wieder getötet haben, nur um nicht ranzukommen, die Penner. Aber kein Problem. Geralt macht hier alles sauber. Hey! Plötze! Ach, hier steht er. Na los, rauf da. Komm jetzt. Lauf, Plötze! So, nochmal auf die Karte geschaut. Wo jetzt lang? Jetzt möchte ich eigentlich gerne mal hier hingucken. Bevor ich nach da oben reite. Alles klar. Reiten wir hier gleich durch die Büsche. Heya! Ach, hier springen. Doof. Und hier ist die Siedlung. Los, los! Cool. Die werden mich ja wohl nicht angreifen, die Penner, oder? Schnell weg, die Schwerter. So. Ich könnte einen Rachenputzer versagen. Langsam. Zufällig Wodka dabei? Nein, habe ich nicht. Kein Wodka. Schwarzweig. Sehr cool. Das ist ja cool, wirklich mal hier den Händler aufsuchen und dem ein paar Sachen verscheuern, verscherbeln oder was. Da ist er doch. Hallo, es quatscht mit ihm. Grüß dich. Doch. Hallo. Gruß. Woher kommst du? Wohin gehst du? Geht dir gar nichts an. Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Was hast du anzubieten? Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Was hat er denn so Feines? Hat er irgendwelche Quinn-Karten? Nö, sieht nicht so aus, oder? Stahlblech. Gib mal her. Ich kaufe die beiden Sachen ab. So, was können wir denn verkaufen? Mal gucken wir bei den Waffen. So, hier ist ein Handbeil. Zu haben. Benötigte Stufe 5. Das hier ist benötigte Stufe 5. 60 bis 64. Das ist 61 bis 65. Hier, verkaufen kannst du haben. Schwert kannst du haben. Knüppel kannst du haben. Kannst du haben. Kannst du haben. So, was haben wir denn hier? Und die ganzen Nahrungsmittel behalte ich. Hier einen Aushang kannst du haben. Das sieht mich ja nicht. So, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich es verkauft habe, aber was soll's. Was haben wir denn hier noch so Feines, was wir loswerden können? Hier so ein Schema vielleicht. Die können wir noch verkaufen, die brauche ich nicht. Glaube ich. Was haben wir noch? Davon will er nichts. Hier, von will er nur Servierpaletten. Können wir einen Hinterverkauf haben? Na komm, kannst du haben. Zack, zack, zack. Hier, zerbrochenes Ruder kannst du auch haben. Kerze, behalte ich. Hier, Kästchen. Verkaufen, Puppe. Verkaufe ich alle. Zack. Super.
Ist es ein gefährlicher Ort? Der beste Ort für einen fahrenden Händler. Profite und Risiko gehören zusammen. Ach so. Der Krieg bringt manches Elend, das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Und wo es Leben gibt, gibt es Handel. Du riskierst für ein paar Münzen dein Leben? Ja, Geld, mein Freund, ist unwichtig. So sehr ich es versuche, ich kann nicht stillsitzen. Also ziehe ich durch die Welt. Oh. Ich sehe neue Orte, spreche mit Unbekannten. Das gefällt mir. Und das ist das Risiko wert. Na, bis denne. Leb wohl. Wir sehen uns wieder. Das weiß ich. Ach ja, das weiß er. So, hier oben haben wir noch einen Schmied. Mal sehen, was er uns schmieden kann. Sieht aus wie ein... Schnell wie der Blitz, flink wie ein Furz. Auf geht's. Was ist hier los? Flink wie ein Furz? Da die Leute hier Feiglinge sind, ist vielleicht ein Fremder mutig genug? Ja klar, wer quatscht denn hier? Du siehst ja gut aus. Guten Tag. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Ach ja, was passiert. Meinst du? Bin bereit. Ja. Ja, das ist alles okay so. Wetteinsatz, ja, okay. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Bin ich ja mal gespannt. Verprügeln wir mal ein bisschen, ne? Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Ach ja, Vagabund, ich bin hier Geralt von Riva. Los, und... Na komm schon. Treff doch mal an, da. Bam, so zwei Schläge ins Genick. Da liegt er. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Na sicher! Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Alles klar. Um die werde ich mich natürlich kümmern. Zu suchen, du Streuner. Der Maul. Ist das hier die Taverne? Einige Bauern pennen. Mädchen. Soll ich die mal ausrauben, wenn die schlafen? Hihihihi. Ausgeraubt. Naja, ich klaue jetzt nicht alles, was soll's. Wir gehen da mal weiter. So. Du siehst ja fertig aus. Jetzt wollte ich hier nochmal zum Schmied gucken. Welcher ist denn der Schmied? Mädchen, Kind. Schmied, wo bist du? Scheint ist hier nicht hier, oder was? Das hat weh getan. Hat der Maul. Das hier ist ein Bauer. Wo ist denn der schwule Schmied? Schläft der oder was? Nee, hier ist auch keiner. Oder hier. Hier ist er doch. Ey, du Penis. Ja, dann nicht. Die Sonne geht auf, dann müsste er gleich wieder rauskommen, oder was? Okay. Dann machen wir kurz mal Meditation. Bis 7. Meditier mal. Alkohol mit Hilfe von starkem Alkohol wurde chemische Objekte ausgefüllt. So, da kommt der Schmied. Den können wir kurz warten. Na, komm her. Da kommt er doch. Oh, es regnet. Das hört sich cool an. Schönes Hornkulisse. Oh, die Sonne sieht geil aus. Oh, geil. Oh, ich mag das Spiel wirklich. Hallo, Schmied. Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich. Ah, Mist. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Oh, er hat coole Waffen, aber die ist wahrscheinlich alles noch zu mächtig für mich. Hat er irgendwas auf der Stufe 5? 6, 7, 11, 7, 9, 8. Oh, die sieht geil aus. 11. Oh, die möchte ich kaufen. Was kosten die? 135.
Die kaufe ich mir für später mal. Na gut. Handwerk. Reparieren. Alles reparieren. Mach mal. Schön. So. Verbesserung, reparieren, Handwerk. Kann er uns eine schöne Waffe schmieden? Wo haben wir sie denn? Schema Jagdhose. Falscher Handwerker. Schafft. Hier. Hergestellt, sauber. Zutaten fehlen. So, zurück. Leb wohl. Ist er. Schauen wir noch mal kurz ins Inventar. Ach, benötigt Stufe 12. Ach, ja, gut. Da habe ich hier komplett neue Waffen für Level 12 und 11. Alles klar. Na gut, meine Freunde, an der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns nächstes Mal zu. So, ciao. Tschüssen.